So, wir haben wieder folgende Situation. Wir haben eine Gruppe bestehend aus einer Menge G1, hoppala, und irgendeiner Operation. Und eine zweite Gruppe bestehend aus der Menge G2 und irgendeiner anderen Operation. Und die beiden Gruppen sind isomorph, strukturgleich. Was bedeutet das? Das heißt, es gibt eine bijektive Abbildung Phi aus der Menge G1 nach G2, sodass gilt, Phi von A verknüpft mit B in der einen Gruppe ist dasselbe wie Phi von A verknüpft mit Phi von B in der anderen Gruppe. Das heißt, es ist egal, ob ich erst die beiden Elemente A und B verknüpfe und dann abbilde oder ob ich erst die beiden Elemente separat abbilde und dann in der anderen Gruppe miteinander verknüpfe. Das ist der Kern von Strukturgleichheit. Ja, also ob ich hier oder dort verknüpfe, es kommt immer das jeweils analoge Element heraus. Jetzt möchte ich Folgendes zeigen. Wenn ich, also für alle A aus G1 vielleicht erstmal, ne, für alle Elemente aus G1 gilt, wenn ich das Inverse zu dem Element bilde und das Ganze mit Phi in die Gruppe, in die andere Gruppe abbilde, dann ist das gleiche, als würde ich erst das Element abbilden und dann in der anderen Gruppe das Inverse bilden. Also vielleicht auf Umgang oder natürlich sprachlich formuliert, das Bild des Inversen in der einen Gruppe ist gleich das Inverse des Bildes in der anderen Gruppe. Ja, also wir wollen zeigen, dass dieses Element hier das Inverse zu diesem Element ist in der Gruppe G2 Sternchen. Wir wollen also zeigen, dass wenn ich an Phi von A ran verknüpfe, Phi von A hoch minus 1, dass dann das Neutralelement in der Gruppe G2 Stern herauskommt. Das ist E2 vielleicht, das Neutralelement E2, also das Neutralelement in G2 nennen wir mal E2. So. Ja, das ist zu zeigen. Wenn wir uns das anschauen, wir gucken uns mal hier an, Phi von A verknüpft mit Phi von A hoch minus 1, also mit Inversen von A. Was ist das? Wir müssen natürlich immer gucken, was haben wir für Voraussetzungen, was können wir denn verwenden, kommt uns da irgendwas bekannt vor? Und da sieht man natürlich hier, das hier entspricht ja ziemlich genau diesem Term. Und ja, dann können wir doch einfach den linken Teil der Gleichung hier oben hier rechts hinschreiben. Ne? Also Phi von A verknüpft mit Phi von A hoch minus 1 ist gleich Phi verknüpft von A, Phi von A verknüpft mit A hoch minus 1 in der ersten Gruppe. Ja, und da wissen wir natürlich hier, A verknüpft mit A hoch minus 1 in der ersten Gruppe ist das Neutralelement der ersten Gruppe. Ist also gleich Phi von E1. Ja, und jetzt haben wir in einem anderen Video mal gezeigt, dass das Neutralelement, das Phi von E1, das Neutralelement E2 ist. Das Video verlinke ich euch in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn ich das Neutralelement abbilde, wird es auf das Neutralelement der anderen Gruppe abgebildet. Also die Neutralelemente werden aufeinander abgebildet mit dem Isomorphismus. Und jetzt habe ich genau das stehen, was ich beweisen wollte. Ja? Phi von A verknüpft mit Phi von A hoch minus 1 ist gleich das Neutralelement. Das heißt, Phi von A hoch minus 1, Phi von A hoch minus 1 ist das Inverse zu Phi von A. Wir sind noch nicht ganz fertig, denn wir wissen ja, Gruppen sind nicht prinzipiell kommutativ. Das heißt, wir müssen schon noch
das Inverse links ran verknüpfen, aber das ist das gleiche in grün. Ne? Also hier Phi von a hoch minus 1 verknüpft mit Phi von a. Da wissen wir wegen der Eigenschaft Isomorphismus von Phi, dass das dasselbe ist wie Phi von a hoch minus 1 verknüpft mit a in der ersten Gruppe. A hoch minus 1 verknüpft mit a ist das Neutralelement. Das wissen wir, weil a hoch minus 1 ja das Inverse zu a ist. Und da wissen wir, Phi von E1, also das Neutralelement, wird abgebildet auf das Neutralelement E2. Quod erat demonstrandum.